Instinkt oder Intuition? Sind Instinkt und Intuition dasselbe oder besitzen wir beides? Zuerst ein Zitat von Émile de Girardin. Instinkt ist die Nase des Geistes. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Köbel von www.intuition.ch, der Webseite mit spannenden Infos zu Intuition, Theta Healing und Persönlichkeitsentwicklung. Wir können intuitiv etwas richtig machen, es aber auch instinktiv richtig machen oder uns richtig verhalten. Beides ist eine Art Handlungsautomatismus, wodurch wir etwas richtig tun. Dennoch gibt es einen Unterschied zwischen Instinkt und Intuition. Ist Instinkt angeboren? Unser instinktives Verhalten ist angeboren und lebenswichtig. Es dient der Gefahrenabwehr und unserem Überleben. So ziehen wir bei bestimmten Situationen instinktiv den Kopf ein. Laufen weg, treten auf die Bremse, halten uns die Nase zu oder reißen die Augen auf. Was ist Intuition? Intuition hat nichts mit einer akuten Abwehr von Gefahren zu tun. Wir können es als Entscheidungshilfe bezeichnen, die uns auch neue Wege erschließt. Es ist der Ratgeber, der auf uns angepasst ist und der uns sehr produktiv macht, wenn wir auf ihn vertrauen. Wir können durch intuitives Handeln sehr viel lernen und insbesondere auch über uns. Sich unserer Intuition zu nähern, kann durch spielerisches Herantasten erfolgen. Es hat mit Neugier, Ausprobieren und Wagemut zu tun. Dann wird sie zusammen mit unserem Instinkt zu einem idealen Team. Unsere Sinneswahrnehmungen. Neben den klassischen fünf Sinnen wie Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten dürfen wir andere Sinne wie den Temperatursinn, die Schmerzempfindung oder den Gleichgewichtssinn nicht vergessen, ebenso wie unsere Intuition und unser instinktives Verhalten. Noch mehr spannende Informationen zu Theta Healing, Intuition und Persönlichkeitsentwicklung auf www.intuition.ch. Einfach jetzt auf den Link unter dem Video klicken. Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald!